Kann mit der Kiste aber auch nicht anfangen. Ich bin der Meinung, solange wie diese Kiste hier steht, solange kann der Gondolier sich Airbags besorgen. Aber wie kriegt die Kiste hier weg? Was ist mit dem Farbeimer noch? Den haben wir ja auch noch am Start. Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Du solltest das umfüllen, aber ist okay. Was mache ich denn? Die Welt in Hirn. Ach nein, ich schau mir diesen Eimer an. Schön. Ich wollte jetzt bloß gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas auseinandernehmen können. Olivers einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Diese dämlichen Eier haben da auch noch irgendwas zu sagen hier. Also die beiden Eier kommen hier garantiert in das Nest drin, aber jetzt ist wieder die Frage, wie kriegt man diese Ei da raus? Ja, ich lenke jetzt gerade von unserer eigentlichen Sache ab. Ich rühre grundsätzlich. Hätte einen fremden Po hatte da. Wie kriegt diese Kiste kaputt? Wie kriegt diese Kiste kaputt? Wie kriegt diese Airbags kaputt? Dass der keine Airbags mehr. Schraubendreher? Das war Blödsinn. Jetzt sagt er genau das Gleiche. Aber den Schraubendreher haben wir doch schon gehabt, oder? Ich habe keine Ahnung, wozu. Die gehen doch immer als Airbags. Der ist kaputt. Oder muss ich jetzt 100.000 Mal vorne an das Boot ranlatschen, dass der irgendwann keine Airbags mehr hat? Nee, das kann doch auch nicht sein. Manu. Oh, so let me. Gut, ich gehe jetzt mit Goon noch mal gucken, ob wir. Süß. Ob jetzt hier im Dunkeln irgendwann an, entwickelt die Himmel, Idee mit der du Kiste. Du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Ja. Wie? Warte hier. Ist das ein... Natürlich. Gut. Das eine klasse Frau. Jawohl. Entwickelt die Idee mit der Kiste ruhig weiter. Ja, ja. Hi. Was gibt es? Bin jetzt Mitglied. Spielst du nicht? Rate mal, wer jetzt Mitglied ist. Prima. Endlich jemand, der das Deck schrubben kann. Das ist wirklich überfällig, nachdem wir fast eine Woche in der Weißen Bucht geankert haben. Die Weiße Bucht? Seltsamer Name. Wieso? Es gibt sehr viele Möwen. Toll. Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar, leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Aha, hat mir jetzt richtig was gebracht. Hä? Ach, hier. Gut, jetzt läuft der Motor wieder. Nee, hä? What? Brauche ich vielleicht noch was aus dem Laden? Ah, da kann ich uns mehr klauen. Kann ich hier noch was klauen, damit ich... Au, 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 au. Ja, jetzt bin ich auf die Gusche gefallen. Ich muss über irgendwie... Hier habe ich... Kann ich hier... Das ist doch... Kann ich hier noch irgendwas mit anfangen? Bananenentkrümmer. Ja. Schredder.
Anti-Schwerkraft-Socken. Kann ich hier noch? Nee, kann ich auch nicht. Es wäre jetzt nichts dabei. Oh Mann, ich hab Doppelklick gemacht. Dran. Bin ich nah dran an der Lösung, Leute. Also ein Stück Mühe. Fehlt mir bloß noch der eine Funke. Hier oben die Glühbirne zum Beispiel. Muss mir bloß noch das Licht aufgehen. Ach. Der Gondelier fährt immer dann, also geht immer sich einen neuen Airbag holen. Sobald ich sein Airbag kaputt mache. Das heißt, die Kiste muss weg, damit er keine weiteren Airbags holen kann für seine Gondel. So. Ohne Airbag wird er nicht fahren dürfen. Ja, da, Josara, BB, wird er nicht fahren dürfen. Und somit wird er dann auch nicht, oder wird er uns dann auch nicht stören. Ja. So. Und wenn denn Boso seinen Satz sagt, den merke ich mir und mit diesem Satz gehe ich denn zu der eleganten Goal und verführe sie oder weiß ich, was ich da mache. Mistwetter, Regen ohne Ende, hatten wir heute Vormittag und gestern Nacht. Also ihr könnt mir ruhig ein Ja oder Nein würde mir ausreichen, meine lieben Damen und Herren. Ja, fehlt mir der letzte Funke im Kopf oder? Oh Mann, Jesse. Mir fehlt eine Idee. Das habe ich mir bereits gehabt. Ach, das Ergebnis. Na, das Ergebnis habe ich ja jetzt. Ist es ja, glaube ich. Das Ergebnis ist es ja, glaube ich. Die Kiste ist weg oder kaputt. Der Gondelier kann nicht mehr fahren, wenn ich sein Airbag zerballert habe. Und wir kriegen endlich das Boot. Aber was muss ich machen? Hier fehlt eine Idee.
Eine Idee fehlt mir. Eine Idee, eine Idee, eine Idee. Ich kann die Kiste anscheinend nicht wegnehmen, weil sonst würde er sie ja anfassen, wenn ich da anklicke. Wer oder was könnte dir helfen, um der Kiste... Wer oder was kann die Kiste erreichen? Wer oder was kann die Kiste erreichen? Wer oder was kann die Kiste erreichen? Sind das eventuell vielleicht Lollig und Bollig hier unten aus der von meinem Team? Weil die Krabben können diese eventuell klauen. Ich muss zugeben, dein Plan klingt vielleicht hast du... Normalerweise arbeitet, aber da ihr eh total unnütz seid, dürfte der Unterschied nicht so groß sein. Okay. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letztes... Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlev mit reinschauen. Okay. Die meinte ich nicht. Doc vielleicht? Doc? Weil es sind ja Doc seine... Meine Güte, wieder rausgedrückt. Docs Werkstatt. Er kann eventuell die Dinger wegnehmen, oder? Weil es sind ja schließlich seine Airbags. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Alter Schwede! Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Ja, schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frage mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Okay. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Vandalen. Die gingen schiefgelaufen. Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Die Texte brauche ich alle nicht. Ich hatte Probleme, Goal zu überzeugen. Bin ich die Texte nicht schon mal alle durch hier? Wir müssen Goal unbedingt wieder... Ich arbeite ja dran. Überzeuge du sie einfach, dass sie sich der Operation... Also... Alle drei Versionen von ihr. Benutze, wenn du alle drei überzeugt hast, schick sie zu mir ins Labor. Den Rest erledige ich dann schon. Was ist schiefgelaufen? So wie es aussieht, hat dir Gilligan die falschen Datasetten angedreht. Dieser Verbrecher. Goals Bewusstsein ist jetzt auf die drei Datasetten verteilt. Auf jeder Datasette sind unterschiedliche Aspekte ihres Charakters abgespeichert. Passt schon. Kennst du eine Facette eines Charakters, kennst du sie alle. Jein. Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspuren am Hauptkondensator. Was für ein Ding? Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla. Tja, was schon. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrinostern in meiner Praxis erzeugen. Ein Neutrinostern? Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Natürlich weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja,
Wenn du meinst, ist dir sonst noch was aufgefallen? Werkzeug von dir ausbauen? Was denn für ein Werkzeug? Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt es ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Heißt das, dass ich da irgendwo rumdrücken kann? Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist sie leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Lol. Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr da voll erwischt. Geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da, neben der Tür. Lichtschaltern? Genau. Welche sich blablabla Probleme? Ich werd dann mal wieder. Tu das. So, gut. Tiefkühltruhe. Da hatten wir, hatten Eis produziert. Nicht wahr? Ja. Hä? Okay, wir hatten Eis produziert. Okay. Oder kann ich da irgendwas drin... Ah, warte mal. Kann ich da irgendwas drin liegen? Der Fisch vielleicht? Das muss nicht gekühlt werden. Auch wenn er schon langsam zu riechen anfängt. Die Antenne. Die Antenne. Kann die vielleicht Doc gebrauchen? Ich will, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir jetzt mal schnell. Hast du eine Idee, was man hieraus basteln könnte? Wie wär's mit einem Flugschnabeltier-Kescher? Ja, okay. Das war meine Idee. Mich würde aber interessieren, was du daraus bauen würdest. Hä? Ich verstehe nicht ganz. Tja, dann bin ich wohl mal wieder auf mich allein gestellt. Bin ich ja gewohnt. Ist das eine Krampe, oder? Ein Typ. Tabletten müssen kühl gehalten werden. Nicht? Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Ja gut, komm, der macht zu. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. So. Guck mal, was noch in der Nähe der Kiste ist. In der Nähe der Kiste. Ein Eimer. Ein Rohr. Eine Tür. Wasser. Ein Ofen. Ein Nest. Ein Schild. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das hier in den Ofen reinkommt, das Ding. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Ja, beim Rohr, da fallen mir Schrottkrabben was ein. Aber ich kann ja nicht... Hält die beim Rohr nicht das ein? Bringt mir aber nichts mit den Schrottkrabben. Aber bei dem Rohr...
Fedora, das kann ich doch ja nicht aktivieren. Meine Güte, jetzt wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Wenn ich jetzt von dem grünen Rohr ausgehe, dann kommt es hier an. Kommt hier aus dem roten raus, aber Apotheke... Hier eigentlich noch ein Rohr. Beziehungsweise unten in der... Hier eigentlich noch ein Rohr. Muss ich eventuell irgendwie eine Weiche ändern? Dass die Schrottkrabben... Also wenn ich jetzt die Rohre nehme, das gelbe Rohr kommt von hier. Das grüne Rohr kommt von hier. Und das rote Rohr, das kommt unten vom Waffenladen. So. Die Krabben sind in das gelbe Rohr reingekrabbelt und sind beim roten Rohr rausgekommen. Wenn ich jetzt, vermute ich jetzt mal, jetzt, dass die Krabben durch das grüne Rohr dort zu Dock kommen? Was soll ich sonst mit Rohre anfangen? Ja, ja, ist ja richtig. Weil ansonsten würden sie das ja hier nicht anzeigen, dass hier unbedingt Rohr lang geht, hier das Rohr lang geht und hier vorne irgendwie die Summierung ist. Aber ich komme noch hier... Das hier ist die Weiche, aber wie? Ich komme doch hier nirgendwo ran. Wie soll ich denn hier an der Weiche was umstellen? Umbauen. Das ist doch die Apotheke hier. Ach, Rohr. Mein Monday Brain. Jetzt hat er umgesetzt. Oh nee, Nino. Jetzt kann ich hier aufschrauben wieder. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht frei! So, jetzt. Jetzt gehe ich zu dem Haumtaucher hier unten und latsch das Ding hier. Holt du den Mohund. Oh, da halt. Ancora? Stupido, stupido, cazzo idiota! Ach ja. So, jetzt?
Was ist jetzt? Ach, jetzt sind genau. Die haben jetzt. Warte. Jetzt sehe ich wieder zurück. Jetzt dürfte er ja. Da, jetzt hat er die Kiste mit den Krabben hier drauf. Guck mal, jetzt kann ich nämlich nicht mehr dagegen treten. Aha, okay. Was sind denn nichts? So, jetzt hier. Ah, jetzt nochmal versuchen, oder? Oh je, Rufus, glaubst du etwa? Du willst doch nicht etwas schaffen. Um genau zu sein. Jetzt sind ja. Jetzt ist ja der die Kiste da drauf. Ich konnte nicht mehr kaputt treten. Das heißt doch, dass er. Verfluchte Pfad hier wäre, wenn ich. Los, komm raus. Komm schon! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich drück jetzt mal ernst doll die Daumen, ja? Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Zerschnappeln jetzt den ganzen. Warum singt er jetzt plötzlich den ganzen Text? Oh, nicht schon wieder. Um Gottes Willen! Was für ein Anblick. Los, Bozo, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Bozo. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Lol? Ey, Puppe, kommst du öfter her? Das ist ja voll 1990, dämlicher Anmachspruch in der Diskothek. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage. Jetzt ist der Kahn hier weg. Den brauche ich doch. Merkt sich den Spruch. Nee, Sarah, den Spruch brauchst du nicht merken. So, ey, Puppe, kommst du öfters her? Den Spruch brauche ich ja nicht für sie, sondern wahrscheinlich eher für die andere Goal, oder? Also für die aggressive? Was zum... Oh, ach ja. Oder ist der Spruch für sie? Hey Puppe, kommst du öfter her? Hey Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas?
Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe! Kommst du öfter her? Wow, keine Schlägerei in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Gute Stern. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier, Bataka.